I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Boom. Lyrics Aufstieg featuring Crush Vodific 89. Wir haben den Weg zur verlassenen Fabrik offen und begeben uns auch schnurstracks dorthin. Und gucken, wie es jetzt dort weitergehen wird. Cutscene? Möglicherweise. Deshalb bin ich jetzt erstmals kurz still. Warum rennen wir eigentlich immer irgendwo hin? Wunder, dass ich dauermüde bin. Die Leute haben keine Ahnung, dass Lyric da draußen ist. Wir müssen ihn aufhalten, schnell! Cliff sagt, Lyric hat sich gegen sein Volk gewandt und will die Welt zerstören und eine Roboterarmee erschaffen. Ja, wir haben das ja in Part 3 bereits die komplette Story über ihn erfahren müssen. Beziehungsweise, Cliff hat uns ja alles über Lyric ausgesagt und hat es uns sogar in einem Buch bestätigen können. In einem alten Geschichtenbuch, weil die ganze Geschichte über Lyric und die vorzeitlichen standen ja bereits in einem Buch, standen in einem alten Buch drin, was uns Lyric gezeigt hat. Und nun wissen wir Bescheid, was Lyric vorhat und müssen natürlich selbstverständlich aufhalten. Und wenn es euch auffällt, ich habe es ja schon in Sonic Boom der zerbrochene Kristall angekündigt, aber dennoch sage ich es hier gerne noch einmal, ab diesem Part wird es jetzt wirklich nur noch auf Full HD ohne 60 Frames sein, weil ich denke, dass ich kriege zwar die 60 Frames hin, aber die Qualität so richtig auf den Rohstand der Rohdatei zu rendern, bringt nur was, wenn ich es auf HD 27p HD rendern würde. Aber wenn ich es auf Full HD rendern würde, habt ihr ja die Ergebnisse gesehen. Entweder bei Part 2 mit 4000 Kilobyte und dann mit 5000 Kilobyte bei Part 3 und bei Part 4 mit 6000 Kilobyte pro Sekunde hat alles nicht wirklich was gebracht. Das sieht alles gleich kacke aus. Naja, für mich jedenfalls. Wenn ihr damit kein Problem hattet, dann ja, bin ich zwar glücklich damit, aber dennoch, die Renderzeiten würden immer wieder extremst lang brauchen und deshalb muss ich euch ja leider Gottes die schlechte Nachricht mitteilen, dass ich jetzt auf 60 Frames verzichten werde, generell. Naja, eigentlich jetzt nur bei den HD-Konsolen. Bei so etwas wie 3DS könnte ich es ja noch machen. Naja, aktuell jetzt nicht mehr, weil ich möchte, dass das Rennen gleichzeitig nicht mehr so lange dauert und auch gleichermaßen, dass die Dateien nicht mehr so groß werden, dass das Upload auch nicht so lange dauert. Deswegen werde ich erstmals generell auf 60 Frames verzichten. Weil ich denke, vor allem optisch sieht jetzt hier wenigstens das Bild schärfer aus. Zwar nicht ganz so flüssig, aber immerhin weitaus schärfer. Oder findet ihr nicht? Also ich denke, das Bild dürfte euch bestimmt besser gefallen als die letzten vier Parts, beziehungsweise die letzten drei Parts. Weil bei Part 1 habe ich es ja auch noch auf 30 Frames gerendert, allerdings auch nur mit 720p. Ich hoffe also, diese Qualität ist für euch jetzt... ich habe jetzt niemanden gehört, der gemeckert hat bisher, aber... Dennoch, für mich jedenfalls ist es ansprechender und vor allem auch weniger aufwendig, weil wenn, dann müsste ich vielleicht eine andere Capture Card mir dafür besorgen wie die Elgato oder so, aber möchte ich nicht mehr, ich bleib bei der Avamedia Live Gamer Portable und basta. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem, ich bitte das zu entschuldigen, dass ich auf 60 Frames jetzt mal generell erstmals verzichten werde, weil so komme ich besser mit den Rendern zurecht und dann sehen wir mal, ob ich bei alten Projekten wieder die 60 Frames einführen werde. Das lasse ich also fürs Erste sein. Ich habe halt mal das neue YouTube-Update getestet und es so gut wie möglich ausgenutzt und ja. Also jetzt erstmal so ein bisschen ausgenutzt und ja, ich finde es auch nicht so schlecht, aber ich bin etwas traditionell, weil so manche Let's Player machen das ja auch noch immer nicht mit jenen aktuellen Let's Plays auf 60 Frames. Und ich denke, die haben auch einen guten Grund dazu. Ich hoffe also, es macht euch nichts aus. Und jetzt wird es Zeit für den nächsten Speed-Abschnitt. Okay. Also wieder ein bisschen... Oh! Oh! Da gehe ich doch lieber mal hier lang. Autsch! Boah. Man muss ein bisschen geschickter vorgehen. Es ist gut, dass ich da reagiert habe, denn da gab es nämlich eine Krone. Uff, aber die Licht... Diese Lichtspiegelung, die... Na, Spiegelung nennt man es jetzt nicht aktuell, aber... Das ist jetzt trotzdem ein bisschen... trotzdem ein bisschen die Sicht zu sehr eingeschränkt.
Konnte ich jetzt nicht mehr sehen, was jetzt, war, was jetzt gefehlt. Oh mein Gott, hätte ich da jetzt abdrücken müssen? Weil ich habe das Gefühl, dass ich da... Ich habe das Gefühl, dass da so ein Abschnitt war, wo ich das Energieseil hätte einsetzen sollen, weil ich habe versucht, A zu drücken, aber es hat nicht reagiert. Ohne jeden Zweifel. Ja, das wäre eine Abkürzung gewesen. Na gut, ich hoffe, dass da wenigstens keine Krone sowas gewesen wäre. Boah. Also manchmal muss man schon echt Reaktionsvermögen zeigen. Und manchmal sammelt er die Ringe nicht ein, obwohl ich springe. Was ist das denn? Oh, damit können wir den Weg umleiten. Cool. Also die Straße generell. Und da habe ich auch wieder eine Krone eingesammelt. Okay. Ja, das mit den Speedabschnitten ist ein bisschen zu hakelig, muss ich sagen. Aber ja, eigentlich auch nicht ganz so schlimm, wie es bei Sonic 2006 der Fall war. Weil, ja, das passiert eher auf zwei Sonic 2000. Das ist eher Sonic 2006 stand. Kann ich aktuell noch sagen über diese Speedabschnitte. Dieser Ort wurde vor sehr langer Zeit verlassen. Finde den Sonnenkristall. Diese Runen geben keine genauen Informationen. Es gibt keine richtigen Markierungen. Ich frage mich, ob es eine versteckte Einrichtung war. Das sieht aus, als wären wir hier ganz allein. Nun, es gibt nur eine Art herauszufinden, was drinnen steckt. Wollen wir? Das wird sicher eine ganz faszinierende Erfahrung. Faszinierend blöd. Ja, allerdings. Vor allem sieht das hier auch. Das soll eine Fabrik sein? Das sieht aus wie die Ruine vom ersten, also, vom Prolog. Düstere, verlassene Fabrik, die wie die perfekt. Hey, diese Fliesen leuchten, wenn man drauf tritt. Ich glaube, das ist ein Weg, dem wir folgen sollten. Ja, auch wieder so ein kleines, simples Rätsel. Gute Arbeit! Diese Rätsel sind alle viel zu simpel und viel zu einfach. Sie bieten da gar keine Herausforderung, muss ich sagen. Dieses Mal wird es wohl nicht so einfach. Ja. Okay, dass mir das niemand vermasselt. Oh, und dabei bekommen wir auch noch Gesellschaft. Von irgendwelchen Roboterschlangen. Verpisst euch. Sind sie weg? Nee. So, aber jetzt. Okay, dann fahren wir weiter in den Weg. Easy. Siehst du einen Weg, über den wir nach oben kommen? Ja. Das hier zum Beispiel. Also die hätten es auch wirklich so machen können, dass wenn man auf eine falsche Plattform tritt, dass man es nochmal von vorne starten muss, dass man da halt den richtigen, dass man da schon wirklich möglichst geschickt vorgehen muss. Aber hier ist es einfach nur auf eine Plattform, von einer Plattform auf die andere. Einfach nur auf die Plattformen treten, bis dass man die richtige erwischt hat und gut ist. Sieht aus, als müssten wir nach oben. Meine Lieblingsrichtung, wir gehen nach oben. Okay. Wow. Das sieht mir wieder nach was aus. Oh, heilige Scheiße. Also nach oben, ne? Ich meine, ich brauche jetzt nicht unbedingt alles hundertprozentig erkunden, weil es eh kaum was dafür gibt. Ich würde sagen, wenn wir schon nach oben gehen, dann geht es anscheinend hier hauptsächlich nur mit Knuckles, so wie ich das gerade sehe. Aber es gab auch einige Abschnitte, ja, hier zum Beispiel für Amy ist da was. Diese ganzen, rosanen Markierungen, beziehungsweise rosanen Stangen. Ist auch klar, ist ihre Farbe abgebildet und außerdem ist sie hier die Akrobatikerin, ist sie hier die... Ja. Ist sie hier die Akrobatikmeisterin? Also hier. Die Akrobat. Ja, wie sagt man? Ich komme da komplett raus. Ja, sagen wir es mal so. Sie ist halt die geschickteste und akrobatischer als es jemals war. Und wie zum Teufel komme ich jetzt hier an die. Ach so. Ich dachte, ja. Und ich dachte schon, dass ich das auf diese Weise nicht da erreichen kann. Das sah optisch jedenfalls so aus. Wie kommt Amy hier rauf?
Hat sie etwa diesen Weg hier genommen? Also es ist egal, mit welchen Charakter man hochklettert. Die anderen verfolgen einen und nutzen die Wege, die für sie bestimmt sind, oder wie? Okay, ja. Diesmal nutzen wir auch die Energieseile. Da gab's ja auch was im Trailer. Okay. Da hat man auch schon was gesehen, dass man da mit den Energieseilen auch nicht nur uns lianenartig immer rumschwingen kann oder die Gegner rumschleudern kann, sondern auch damit Rätsel lösen können. Schalten wir den Strom an. Ja. Und wie machen wir das jetzt? Oh. Ich schätze mal, das war der falsche Weg. Hätte ich irgendeinen Schalter drücken müssen oder was? Na gut, dann klettern wir halt nochmal nach oben. Haben wir nichts Besseres zu tun. Oder, ich bin ja schon mit ihm. Ah! Blöd von mir. Sorry. Brauche ich da einen Partner dafür? Oh, danke Knuckles, dass du doch noch respawnst. Sieht aus, als wären wir durch eine Falltür gestolpert. Wir sitzen hier unten fest. Wir gehen weiter und hoffen, dass wir euch irgendwann treffen. Los geht's. Wir können sie später mit uns treffen. Können wir sie verfolgen? Nee, die Tür ist zu. Okay. Ja, was für ein blöder Zufall. Es ist also eigentlich egal, mit welchem Charakter man nach oben geht, weil der andere kommt immer automatisch nach. Das habe ich wohl verpeilt. Man sieht es hier auch. Der kommt eigentlich immer automatisch hinterher. Da braucht man nicht extra ihn auch noch nach oben schicken. Wäre aber vielleicht auch noch eine zusätzliche Challenge gewesen, aber nee, eigentlich auch eher nervig wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich aber auch eher nervig gewesen. Genau. So, da sind wir auch schon mit Amy oben und Knuckles kommt bestimmt hinter... Oh! Doch zuerst hole ich mir mal das hier. Achtung! Bam! Wenn ich schon dabei bin, weil die Roboterteile werden ja für irgendwas benötigt. Nicht nur, um... Also, die sind ja da, um irgendwelche Sachen aufzubauen. Vor allem bei Cliffs Bergbauarbeiten... Werden sie ja alle benötigt für irgendwelche Zelte oder was auch immer. Keine Ahnung, wofür die eigentlich gut sein sollen, genau. Na, kann man Checkpoint nicht aktivieren? Was geht denn hier? Werfen wir etwas Gewicht ab. Oh oh, ein Ballermann. Und der ballert auch schon gleich los. Aber der hat keine Chance. Bam und tschüss. Oh, es waren noch nicht alle, ne? Nein. Doch, das waren sie schon. Das war ja schon. Das war... ich komme wieder durcheinander. Was ich sagen wollte, das war's schon. Und bestimmt, Komm schon, kannst du noch mithalten? Oh. Wir müssen dazwischen anscheinend Roboter besiegen. Oh, können wir die Geschosse zurückwerfen, während sich Amy... dreht. Das wäre cool. Das wäre echt cool, wenn man da tatsächlich die Geschosse wieder zurücksteuern kann auf die Gegner, während Amy rumwirbelt. Du hast zwar Köpfchen, aber keine Muckis. Ja. Vor allem, na, das war noch nicht mal Köpfchen bei denen, ein Roboter hier, weil der schießt einfach nach oben. Zum Glück allein wäre kein Rückstoß, wenn wir von Gegner getroffen werden. Ah, der ist schlau, der flieht von mir, der... Ist auch klar, das sind ja Fernkämpfer, diese Robo-Heinis. Die ballern auf uns und die mit Schwertern, die sind ja schon ein bisschen gefährlicher. So, zack, zack, zack. Scheint so. Sie hört sich halt jetzt mal in
Position gebracht. Und jetzt, nachdem die Gegner... Oh nein, da ist immer noch einer. Bist du gestolpert? Komm, lass mich dir helfen. Tschüssi. Nice. Okay. Wenn wir hier fertig und dann können wir hier an der Stelle weitermachen. Der dreht sich wahrscheinlich das Ding so lange bis zum letzten Tor. Vermute mal, diese Einkerbungen werden irgendwie wichtig sein. Vielleicht müssen wir da irgendwas dafür finden. Gucken wir uns das mal an. Wer würde so eine Konstruktion nur bauen? Da gehen wir nicht entlang. Also bleibt uns nur der Weg nach oben. Was du nicht sagst. Wir müssen wohl schon wieder nach oben. Das hat er doch schon gesagt, ne? So, hier. Bam. Und Barriere entfernt. Und schon wieder die nächste. Die bewegen das Kraftfeld zurück, aber nur ein bisschen. Ach so. Das Kraftfeld wird nur zurückbewegt. Das ist strange, ey. Aber meinetwegen. Ob hier oben noch irgendwelche Truhen sind? Ich möchte schon möglichst alles finden, was es in jeder Welt gibt. Natürlich, alles kann ich nicht finden, aber was soll's. Das sind doch nur Roboterschlangen. Okay. Ich dachte schon, warum bleiben die Roboter hier hängen, weil die hätten schon längst aufstehen können. Zack und bam. Und weg. Und ihr verpisst euch auch. Die sind ja schon mit einem Schlag weg. So. So, einfach nur hier entlang. Alles völlig banal. Das hat man noch irgendwie von Super Mario Galaxy und Super Mario 3D World abgeguckt. Super Mario 3D World, der Zirkus-Level. Wow, was ist hier los? Was bist du denn? Halt, bleib mal stehen, du. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das könnte eine Falle sein. Bleibst du da? Ich wünschte, diese Zeichen würden verraten, was drinnen auf uns wartet. Oh! Fuck. Was hat dieser Roboter... Oh Gott. Ja, das hat man davon, wenn man übereifrig wird. War das irgendein besonderer Spezialroboter, den ich hätte besiegen müssen? Damit er jede Menge Roboterteile bietet, oder wie sollte ich das jetzt verstehen? Fuck. Na, vielleicht treffe ich auf den ein anderes Mal. Vielleicht habe ich. Vielleicht kann ich ihn dann ein anderes Mal nochmal erwischen. Okay. Wieder auf diese. Über diesen Schalter? Nach oben. Ja. Wie immer nach oben. Get up, get up. Sie haben sich heute mit dem falschen Ameisen-Igel. Naja. Also hier ist anscheinend jetzt hauptsächlich. Fighten angesagt. Dieser Angriff kann doch nicht dein Ernst sein. Krasse Kacke. Also hier kann Amy und Knuckles ganz schön abgehen. Ja, du. Randaliere hier nur rum, das bringt dir nichts. Zack und weg. Und du? Ja. Renn nicht weg, ne? Verpiss dich. Der hätte schon längst die Chance nutzen können, mich anzugreifen, während ich mit den anderen beschäftigt war. Die Gegner sind auch nicht so schlau, wie ich dachte, weil... Naja, es ist schon schlau von ihm, dass er sich von mir versucht fernzuhalten. Weil, das ist ja ein Fernkämpfer. Und was zum Teufel habe ich da gerade eben... Achso, ich kann das Gitter auch noch zerstören. Okay, es gibt noch ein paar extra Ringe für Energie. Das ballerst du ja nach oben. Die Geschosse landen doch nicht mehr auf mir drauf. Will er damit so richtig, ja, sagen... Okay, ich bin bereit, dich alle zu machen, weil... Naja... Das ist meistens irgendein Zeichen dafür, dass er irgendwas jetzt aushacken möchte. Und dass er einen Angriff ankündigen möchte damit. Na, ist egal. Okay, nächstes Stockwerk, die nächsten Feinde, ne? Hey, das wird langsam langsam. Ja. Man könnte meinen, meine Faust wäre müde, aber nein. Na, sind wir froh, dass deine Faust nicht müde sein kann. Es fühlt, deine Faust nicht müde wird. So. So, gehst du mal sterben hier? Dann komm her. Bam!
Hat er mal einen aufgeladenen Schlag kassiert. Nur her damit. Ich würde sagen, lassen wir auch mal Knuckles. Spielen wir auch mal ein bisschen Knuckles. Lass mal richtig, aua, draufhauen. Okay. Vielleicht sollte ich aber auch versuchen, ein bisschen besser anzustellen. Ey, hast du auf zu ballern? Hoffentlich waren das die letzten. Na. Hoffen wir es mal. Was? Das war's? Wir haben die nicht drauf? Was ist das? Eine Trompete? What the fuck? Da kann man nicht mal springen oder was? Ja, mit A können wir sie wieder abwerfen. Ich wollte schließlich springen, um ich wollte schließlich noch springen, um den Schalter zu aktivieren. Ist es vorbei? Es ist vorbei. Was es auch war. Ich will das nicht nochmal durchmachen. Ich hätte nichts dagegen, nie wieder einen Roboter sehen zu müssen. Wir müssen einen Weg finden, das Kraftfeld abzuschalten. Okay. Das Kraftfeld zu diesem Förderband, ne? Da muss es irgendwo wieder einen Schalter dafür geben. Hier zum Beispiel. Tu die Trompete bitte weg, okay? Ich wette, wir müssen da entlang. Ja, was du nicht sagst. Aber das mit der Trompete ist irgendwie eine Anspielung auf Sonic Colors bei beim Starlight Carnival. Du schaltest die eine Batterie aus, ich übernehme die andere. Ja, solange der KI-Partner zusammen mit mir zusammenarbeitet und mir brav mitkommt, dann passt das schon. Hör auf, du machst mich ganz verrückt. Bin unterwegs. Ja, das waren erst ein paar Sekunden. Amy, ey. So. Da. Gut. Ist auch die andere. Die kann Amy übernehmen, oder? Okay, jetzt wechseln wir doch mal zwischen den Charakteren. Anstatt, dass der KI-Partner das übernimmt. Von mir aus. Geht auch wahrscheinlich nur für den Zweispieler-Koop. Das ist dann... Oh, dass man bei... Beide Charaktere das gleichzeitig übernehmen. Alter Schwede, das war... Das ist auch knapp. Das krieg ich hin. Kein Problem. Ja, hoffentlich. Gut, also sie kann davon... Plattform zu Plattform springen. Das ist jetzt schon mal eine Herausforderung. Das ist schon mal ein bisschen schwieriger. Und da muss man schon gezielt springen. Wenigstens wird das mal jetzt etwas spannender. Weil sonst waren mir die Rätsel immer noch zu simpel und langweilig. Aber jetzt könnte es sein, dass es doch etwas, dass es mal doch nach einer Herausforderung aus... das könnte es doch mal, ich meine, eine anständige Herausforderung werden. Ah! Bleib da. Muss man wirklich gezielt springen. Ein Fehler und man ist schneller unten, als man glaubt. Zum Glück hat der Amy einen Dreifachsprung drauf. Okay. Ja, hier sind ihre akrobatischen Moves Gold wert. Okay, beide Batterien sind down. Und werden auch gleich dorthin geportet, warum auch nicht. Ja, dann nehmen wir mal die Posaune wieder mit. Trompete. Posaune, was auch immer das ist. Was eine coole Waffe. Welche Roboter hatte die eigentlich? Ja, die kann ich nicht mitnehmen, weil ich kann damit nicht springen mit diesen Scheißwaffen. Wird schon nicht so schlimm sein. Bleib in Bewegung und stolper nicht. Ja, und da kann ich nicht mehr zurücklaufen oder was, weil ich dachte, ich hätte da was gesehen. Und da unten ist wohl Abgrund oder was. Dann einfach drüber springen, ja. Mit Knuckles wäre das ein Problem gewesen. Was ist denn hier los? Sind auch wieder nur Schalter... Ist auch wieder nur Schalter drücken angesagt oder what is going on? Ja. Ein Schalter nach den anderen drücken, oder was? Yep. Der nächste, hier. Also einfach diese... Das Ding hier weiter nach oben, bis dass wir zu diesem Laserkittelrätsel kommen. Und Knuckles kann es auch von hier aus erledigen, ist klar. Seems legit. Ab in die Röhre. Alter, guckst du in die Röhre. Alter, ich schwöre, guckst du in die Röhre, so heißt das. Das war merkwürdig. Ja. Oh! Ey, ich habe gerade die falsche Röhre genommen. Da ist die Krone. Ein Glück, dass ich das doch mal wiederholen kann. Super Mario lässt grüßen. Aber das muss ja auch...
Aber das darf auch dabei sein, weil dieses Spiel auch noch ein Teil des Vertrages von Nintendo ist. Also auch noch zum Vertrag zwischen Nintendo und Sega gehört, zum Partnerschaftsvertrag. Müssen wir da runter den Ring fangen? Wieso gibt es jetzt eine Ringspur dafür? Ach so, jetzt führen uns die Rohre woanders hin, genau. Jetzt checke ich's. Und schon wieder Kampf. Was ist das für welche? Ach, es ist der mit der Trompete? Nein, der hat irgendwelche Laserpistolen. Oder nein, was macht? Wie greift der an? Das sieht mir aus wie ein kleiner Dino. Au, der setzt Ramattacken ein. Dieser Spast. Mit seinem stacheligen Kopf rammt er mich. Das ist doch wohl wahnsinnig. Jetzt müssen wir wieder die Brücke umdrehen. Gut, dann geht's jetzt wohl auf der anderen Seite weiter. Aber vorher müssen wir wahrscheinlich wieder kloppen. Yep. Geht's wieder richtig zur Sache. Bam, 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 bam. Und weg. Ja, die Kleinen kann ich ja auch noch tragen. Aua. Ey. Boah, diese blöden kleinen Spasten machen mich wahnsinnig. Ja, ich glaube, sollten wir diese Fernangreifer down machen. Und dazwischen auch mal einen Ausweichsmove ausführen, vielleicht. Sodass ich mal Schaden vermeiden kann. Kein Problem. Bleib immer stehen, du. So, jetzt habe ich dich in den Rand gedrängt und weg mit dir. So, der ist auch down und jetzt noch du. Na los, und zack. Irgendwo weint ihre Mutter um sie. Sie ist vermutlich ein Kühlschrank oder Bügeleisen. Okay. Wo meinst du stecken Sonic und Tails? Hoffentlich läuft bei den anderen alles glatt. Vielleicht wechseln wir jetzt auch gleich mal zu denen. Schicker Ja, aber irgendwie sinnfrei. Okay, jetzt sind wir im Freien. Endlich. Im Grunde ist es ein Sprung auf den Balken, dann eine dreifache Zehendrehung und Absprung und bumm. Und so machen wir das. Scanne Lebensformen. Negativ für blauen Igel. Aber positiv für roten Ameisenigel. Ameisenigel irrelevant. Oh. Was willst du mit dem blauen Igel? Information ist geheim. Komm schon. Gruppenzwang registriert. Nachgeben in 3, 2. Blauer Igel ist nötig, um Lyric aufzuhalten. Standort des Igels unverzüglich bekannt geben. Woher wissen wir, dass wir dir anvertrauen können, dass Sonic und Tails nur ein paar Stockwerke unter uns sind? Was? So ein Idiot! Na toll. Jetzt haben Sonic und Tails anscheinend ziemlichen Ärger an den Hals. Aber wie das jetzt aussehen wird, erfahren wir dann im nächsten Part. Ja, ich würde sagen, an der Stelle mache ich dann Schluss. Und ja, im nächsten Part werden wir jetzt noch die Fabrik mit Sonic und Tails bestreiten. Daumen hoch, gilt es wieder zu verteilen, wenn es gefallen hat, trotz der Kommentarfels. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush wurde fake. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Sonic Boom, Lyrics Aufstieg. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.